So, jetzt fangen wir an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Veranstaltung aus dem Patientenforum, das wir ja dieses Jahr online gestalten. Und ich freue mich, dass das jetzt aber schon die zweite Veranstaltung ist, die gut klappt und wir auch sonst schon viel Erfahrung gesammelt haben mit dieser Art der Kommunikation und Veranstaltungsreihe. Ich freue mich, dass es heute um das Thema Früherkennung geht. Was ist wichtig? Und wir hören dazu Herrn Dr. Schweiger jetzt als erstes, Facharzt für Innere Medizin hier in Göttingen in der Praxis am Gauswall und aktiver Teilnehmer in unserem Darmkrebszentrum. Ich freue mich sehr. Und danach spricht Herr Professor Beuthner aus Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde über frühzeitige Erkennung von Kopf-Hals-Tumoren. Und damit übergebe ich jetzt schon an den Herrn Dr. Schweiger. Fragen können jederzeit im Chat gestellt werden. Ja? Ja. Und wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Herr Schweiger, was muss ich jetzt machen? Ich gehe jetzt hier oben. So, ja, hallo. Herr Schweiger, bitte einmal noch die Freigabe starten bei der Webcam. Oben links. Freigabe ist gestartet. Eigentlich ist alles grün. Nee, Sie müssen dann noch einmal auf Freigabe starten drücken. In der Webcam-Bild, im Webcam-Bild. Ah, okay. Nicht oben, sondern links weiter, da wo Ihre. Genau, wunderbar. So. Das passt. Vorführung ist zu sehen, ja? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Braulke, ich freue mich, dass ich heute über Krebsvorsorge sprechen kann. Ist natürlich so, dass ich auch meinen gastroenterologischen Blickpunkt dazu einführen werde. Erstmal ist mir aber wichtig, kurz darüber zu sprechen, was Früherkennungsuntersuchungen leisten müssen. Es ist ja das Besondere an dieser Untersuchung, dass wir hier vorrangig mit gesunden Menschen zu tun haben. Das heißt, da sind natürlich bestimmte Anforderungen an diese Art der Untersuchung zu richten. Es versteht sich, dass so eine Untersuchung wenig oder gar nicht belastend sein muss und Risiken durch den Nutzen aufgewogen werden müssen. Außerdem muss man natürlich genau wissen, was eine solche Untersuchungen leisten kann, wie zuverlässig sie ist, wie oft sie falsch auffällig oder unauffällig ist. Und sie muss natürlich auch mit vertretbarem Aufwand für das nationale Gesundheitswesen finanzierbar sein. Was für Risiken gibt es bei diesen Vorsorgeuntersuchungen? Und das sind halt bei radiologischen Untersuchungen natürlich die Strahlenbelastung. Es kann zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel bei der Darmspiegelung zu Verletzungen der Darmwand. Man kann Überdiagnosen stellen, die unnötige Behandlungen oder Diagnostik nach sich ziehen oder auch die Diagnose zu früh stellen, was ich im nächsten Bild nochmal verdeutlicht habe. Schlussendlich ist es ja wichtig, dass man sozusagen aus einer Vorsorgeuntersuchung auch einen Benefit für die Patienten zieht. Will sagen, eine Diagnose, die nur dazu führt, dass eine Krankheit, die sozusagen nicht optimal behandelt werden kann, früher diagnostiziert wird. Das heißt also sozusagen nur Bewusstsein und Leiden verlängert, ist natürlich nicht im Sinne der Vorsorge, sondern sinnvoll ist eine Vorsorge, die eine Diagnostik früh stellt, damit dann im Weiteren durch Diagnostik und Therapie der Verlauf der Erkrankung positiv beeinflusst werden kann. Ja, was gibt es für Vorsorgeuntersuchungen? Und das ist natürlich eine Vielzahl, die die gesetzlichen Krankenkassen anbieten. Sie sehen hier eine Übersicht. Und es ist aber so, dass die durchaus von der Wertigkeit für mein Dafürhalten sehr unterschiedlich sind. Und es freut mich, dass natürlich die Darmkrebsvorsorge hier einen ganz hervorragenden Platz einnimmt, neben dem Abstrich vom Gebärmutterhals zur Vorsorge bei Gebärmutterhalskrebs. Und deswegen sei es mir verziehen, dass ich jetzt als Gastroenterologe also vorrangig über Darmkrebs heute sprechen möchte. Das ist natürlich besonders wichtig, weil es sich beim Dickdarmkrebs um eine sehr häufige Erkrankung handelt. Wir haben hier über 64.000 Neuerkrankungen pro Jahr, ca. 26.000 Todesfälle pro Jahr. Wir sehen hier bei Männern und Frauen inzwischen die dritthäufigste Krebserkrankung vor uns.
Und halt auch wichtig, da gehe ich im Verlauf noch eines, dass es einen deutlichen Anstieg der Erkrankungshäufigkeit ab dem 50. Lebensjahr gibt. Die Rationale ist, dass wir ein ganz logisches Konzept haben, denn der Dickdarmkrebs entwickelt sich aus gut auffindbaren und entfernbaren Vorstufen. Wir haben, wie gesagt, eine Zunahme der Erkrankungshäufigkeit ab einem definierten Alter und insbesondere ist der Dickdarmkrebs heutzutage gut behandelbar und natürlich besonders in frühen Stadien. Wir haben mit der Darmspiegelung eine Vorsorgeuntersuchung mit sehr gutem Patientenkomfort, die sicher ist. Und wir haben gute Behandlungsmethoden und die Datenlagen weisen im Weiteren auf eine deutliche Reduktion der Erkrankungshäufigkeit hin, wenn die Untersuchung qualitätsgesichert durchgeführt wird. Und natürlich ist für uns alle wichtig, dass eine Darmspiegelung sicherlich kostengünstiger ist als eine Krebsbehandlung. Ist nun dann alles klar? Nein, ist es leider nicht. Die Darmkrebsvorsorge und insbesondere die Darmspiegelung wird leider nicht so angenommen, wie wir uns das vorstellen. Und hier sehen wir, dass insbesondere bei den Herren die Akzeptanz doch deutlich ausbaufähig ist. Die Damen sind uns da etwas voraus. Und man fragt sich natürlich, woran liegt das? Gut, das ist einerseits das männliche Geschlecht, aber wir haben auch viel Probleme, die, denke ich, mit Unkenntnis zu tun haben, mit der Angst vor der Untersuchung, mit mangelndem Wissen über Erkrankungen und Untersuchungen, mit der Vorbereitung, mit schlechten Erfahrungen, die man vielleicht von Bekannten gehört hat und natürlich auch mit der Angst vor der Diagnose. Gut, am Geschlecht kann man, denke ich, nicht so viel ändern, aber für die anderen Punkte würde ich ganz gerne jetzt in die Bresche springen und Ihnen einige Dinge dazu vortragen, die vielleicht diese Sorgen und Ängste etwas beheben können. Die Endoskopie ist das, was vorrangig angeboten wird, neben dem Stuhltest, auf den wir später noch eingehen werden, wird bei Frauen mit 55, bei Männern inzwischen ab 50 angeboten. Eine Wiederholung nach 10 Jahren ist im Katalog der GKV vorgesehen. Alternativ gibt es noch die kleine Darmspiegelung, die sogenannte Sigmoidoskopie, die alle 5 Jahre in Kombination mit Stuhltesten angeboten wird. Was kann die Rationale sein, weswegen man eine ganze Darmspiegelung, der halben Darmspiegelung vorzieht? Nun, ein Drittel der Karzinome befindet sich im oberen Dünndarm und vor allem auch ein großer Teil der Darmkrebsvorstufen im oberen Dickdarm zeigt halt im unteren Dickdarm keine Veränderungen, sodass es von der Seite aus absolut sinnvoll ist, die Spiegelung zu machen. Sie sehen hier, die kleine Darmspiegelung ist sozusagen das grün markierte und die große ist das gelb markierte, geht also weit darüber hinaus und hat damit einfach die Möglichkeit, den gesamten Darm abzudecken, was aus den genannten Gründen sinnvoll ist. Das überspringen wir. Wichtig ist halt, dass die Darmspiegelung qualitätsgesichert sein muss, damit sie hohe Trefferquoten bezüglich Dickdarmkrebs und Dickdarmpolypen zeigt. Dann sollte sie Standardmethode sein und wichtig ist halt, dass diese Qualitätskriterien eingehalten werden. Was gibt es da? Nun, es sollte sich natürlich um erfahrene Untersucher handeln, die diese Untersuchungen durchführen. Es sollten mindestens ja, 200 Untersuchungen pro Jahr durchgeführt werden. Ich denke, Sie können sich darauf verlassen, dass alle, die in Göttingen die Untersuchung anbieten, eine wesentlich höhere Untersuchungszahl pro Jahr im Portfolio haben. Wir sollten eine vertretbare Komplikationsrate haben bei einer Vorsorgeuntersuchung. Und ganz wichtig ist halt, dass die Darmkrebsvorstufen, die Polypen, auch in einer entsprechenden Prozentzahl detektiert werden. Das ist ein ausgesprochen wichtiges Qualitätsmerkmal. Und das hängt dann zum Beispiel mit Kriterien wie der Häufigkeit, mit der der Untersucher den gesamten Darm einsehen kann, mit der Rückzugszeit, die eine gute Beurteilbarkeit dann bietet, mit der Verwendung von hochauflösenden Geräten, mit natürlich einer sehr, sehr guten Vorbereitung, mit einer Sedierung und auch mit der Verwendung von CO2 zusammen, damit man wirklich eine qualitativ hochwertige Untersuchung abliefern kann. Bringt das nun schlussendlich was? Da ist es so, dass wir noch im Datenfluss sind, aber es gibt inzwischen ganz klare Hinweise, die zeigen, dass obwohl die Vorsorgekoloskopie natürlich einen verzögerten Effekt hat, wir bereits jetzt relevante Effekte haben, obwohl die Teilnehmerquote, wie gesagt, ausbaufähig ist.
Wie gesagt, wir sehen in mehreren Studien, dass das kolorektale Karzinom, also der Dickdarmkrebs, durch Polypektomin deutlich reduziert werden kann. Und natürlich werden die Dickdarmkrebse, die wir finden, in aller Regel auch in früherem Stadium entdeckt und sind damit besser behandelbar. Also, es handelt sich hierbei um eine sehr effektive Maßnahme. Auch die Sigmoidoskopie, die ist ja älter, deswegen gibt es da gute Daten, dass sie die Sterblichkeit an Dickdarmkrebs senkt. Ich hoffe, ich habe klar machen können, wieso es sinnvoll und wichtig ist, die große Darmspiegelung in der Regel anzubieten. Bei den Patienten und Patientinnen, die die Dickdarmspiegelung aus irgendeinem Grund jedoch ablehnen oder nicht durchführen können, sollte sie in regelmäßigen Abständen, also 5 Jahre, durchgeführt werden und mit einem jährlichen Stuhltest kombiniert werden. Haupthürde ist ja immer die Vorbereitung. Eigentlich müsste man die für die Sigmoidoskopie auch fordern, damit man eine gute Beurteilbarkeit hat. Ja, Berichte von Bekannten, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn Sie sich diese historischen Bilder ansehen von ersten Magenspiegelungen, können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das seinerzeit doch ein ziemliches Angehen war. Eine Darmspiegelung heutzutage ist, finde ich, eine sehr gut erträgliche und machbare Untersuchung. Und das würde ich Ihnen ganz gerne im Detail nochmal erzählen, wie das sozusagen in der Regel durchgeführt wird. Die Untersuchung beginnt in aller Regel mit einem ausführlichen Vorgespräch bei Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, wo Sie die Möglichkeit haben, alle Ihre Fragen zu äußern, wo Ihnen Dinge wie Darmvorbereitung, Komplikationen und Ablauf der Untersuchung im Detail genau erklärt werden. Die Vorbereitung, wie gesagt, wird dargelegt. Das ist nicht immer, sagen wir, das Beste, was man erleben kann, aber es ist sicherlich so, dass es heutzutage mit den modernen Mitteln sehr, sehr gut machbar ist. Wichtig ist, dass Sie eine Woche vor der Untersuchung auf körnerhaltige Nahrungsmittel verzichten, dass Sie im Vorgespräch auch Medikamente thematisieren, insbesondere solche zur Blutverdünnung, aber auch Zuckermedikamente. In aller Regel ist es dann so, dass Sie am Vortag der Untersuchung noch frühstücken dürfen und dann noch reichlich klare Flüssigkeit bis zur Untersuchung trinken dürfen. Eine Portion der Reinigungslösung wird in der Regel am Vorabend und eine am Untersuchungstag eingenommen. Denken Sie bitte daran, dass Sie für die Untersuchung einen Abholer, eine Abholerin organisieren, da Sie nach der Sedierung alleine die Untersuchungsräume nicht verlassen dürfen. Stichwort Sedierung ist sicherlich ein sehr segensreiches Mittel, mit dem wir Ihnen die Untersuchung dann auch angenehmer gestalten können. Aber es führt, wie gesagt, auch dazu, dass die Untersuchung besser beurteilbar ist bei einem ruhig liegenden Patienten, einer ruhig liegenden Patientin. Wir führen die in der Regel mit sehr, sehr gut geschultem Personal und ausgiebiger Überwachung durch. Sie ist extrem sicher. Sie haben damit keine Beschwerden während der Untersuchung und müssen, wie gesagt, nur fehlende Fahrtauglichkeit und Arbeitsfähigkeit am Untersuchungstag einplanen. Und wichtig ist einfach, dass man die Technik, die man hat, auch gut benutzen kann. Und da sind wir inzwischen doch wirklich gut ausgestattet mit wirklich sehr, sehr guten Geräten, mit einer sehr guten Auflösung, mit CO2-Insufflation. Und Sie sehen, dass hier auf diesen Bildern inzwischen wirklich sehr, sehr kleine Prozesse gut detektiert werden können. Wie werden diese Krebsvorstufen in aller Regel dann entfernt? Sie sehen hier im linken Bild unterschiedlich gestaltete Dickdarmkrebsvorstufen, die Polypen. Sie können sich vorstellen, dass dieser bäumchenartige Polyp mit einer normalen elektrischen Schlinge gut gefasst und entfernt werden können. Etwas kniffliger sind dann diese flachen Krebsvorstufen, die Sie unten sehen. Die muss man in der Regel mit einem Trick entfernen, indem man in die Schleimhaut unterhalb des Polypen ein Flüssigkeitsdepot spritzt, damit der sich anhebt. Dann kann man ihn mit der Schlinge eigentlich gut fassen und in der Regel auch komplett entfernen und natürlich bergen, denn alle diese Polypen müssen feingeweblich aufgearbeitet werden. Das sind ein paar Geräte. Sie sehen hier links die Schlingen, die wir über das Gerät einführen können und mit denen wir die Polypen dann entfernen und abschneiden. Hier rechts unten sehen wir so eine Injektionsnadel für das Flüssigkeitsdepot und mit dem Instrumentarium, das wir haben, kann man hier sehen, dass man auch wirklich große Polypen gut entfernen kann. Das geht in manchen Fällen nicht immer in einem Stück, sodass man dann, wenn man in mehreren Stücken
den Polypen komplett entfernt hat, wie Sie es rechts unten im Bild sehen, dass man dann in aller Regel in 3 bis 4 Monaten nochmal nachschauen muss, ob das wirklich alles komplett raus ist. Komplikationsraten sind absolut vertretbar und niedrig. Man muss damit rechnen, dass es bei einer reinen Untersuchung im unteren Promillebereich zu Blutungen und Perforationen, also Verletzungen der Darmwand, kommen kann, die dann in der Regel auch einen chirurgischen Eingriff nach sich ziehen. Wenn man Polypen entfernt, also therapeutisch arbeitet, ist es so, dass diese Komplikationsrate etwas höher liegt. Aber der Nutzen überwiegt doch immer noch bei weitem. Das Risiko Alternative wäre ja nur, dass man gleich den Chirurgen bittet, das Darmsegment zu entfernen, in dem sich diese Krebsvorstufe befindet. Ja, Alternativen zur Dickdarmspiegelung sind die Stuhltests, die hier auch gut etabliert sind und auch gezeigt haben, dass sie den Darmkrebs in seiner Häufigkeit senken können. Das sind Untersuchungen, die ab dem 50. Lebensjahr durchgeführt werden können. Es sind inzwischen in aller Regel immunologische Stuhlteste, die menschliches Hämoglobin, also Blutfarbstoff, nachweisen. Wichtig ist, dass diese Polypen nicht immer bluten. Deswegen sind wiederholte Testungen sinnvoll. Wichtig ist aber auch, dass ein auffälliger Test reicht, damit man zwingend eine Darmspiegelung machen muss. Einen auffälligen Test kann man nicht gesund kontrollieren. Und auch wichtig ist, dass Stuhlteste zwischen Darmspiegelungen keinen Benefit für Sie haben. Das heißt, die sollten unterlassen werden, denn wenn sie auffällig sind, ziehen sie zwangsläufig eine Darmspiegelung nach sich. Die Radiologen bieten die CT-Kolonografie als Alternative noch an. Das ist sozusagen eine Computertomographie, bei der der Darm mit einem Kontrastmittel gefüllt wird. Das wird dann rechnergestützt sozusagen aus den Bildern abgezogen und Sie haben eine Abbildung, die die Oberfläche des Darmes zeigt. Das ist vom Prinzip aus mehreren Gründen keine Methode der ersten Wahl. Wir haben einerseits natürlich die Strahlenbelastung im Gegensatz zur Endoskopie. Wir haben wie auch da die Notwendigkeit einer Vorbereitung. Die Empfindlichkeit der Untersuchung ist deutlich schlechter als die der Darmspiegelung und wir haben keine therapeutischen Möglichkeiten, sodass die CT-Kolonografie sicherlich eine Reservemethode ist, die wir dann nutzen, wenn wir zum Beispiel Engstellen mit dem Endoskop nicht überwinden können oder der Patient aus anderen Gründen nicht endoskopiert werden kann. Ja, und was ich häufig gefragt werde, das ist natürlich auch die Kapselendoskopie. Wäre ja toll, man schluckt einfach so eine Kapsel und die fährt dann durch den Darm und man spart sich den ganzen Kladderadatsch. Ist leider auch keine wirkliche Alternative. Es ist so, dass diese Kapselendoskopie eine ausgeprägte Vorbereitung erfordert des Dickdarms, die also noch deutlich umfänglicher ist als die der Darmspiegelung. Wir haben hier eine ganz schlechte Empfindlichkeit, um, sagen wir mal, auch kleinere Polypen aufzufinden. Und es gibt keine gute Datenlage. Das heißt, für die Kapselendoskopie gibt es unverändert keine Empfehlung zur Anwendung in der Dickdarmkrebsvorsorge. Ja, man kann natürlich über Darmkrebsvorsorge nicht reden, ohne auch über Lifestyle-Faktoren zu reden. Sie können selber alle dazu beitragen, dass die Häufigkeit des Darmkrebses bei Ihnen niedriger ist. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass Zigarettenrauchen die Risiken erhöht, dass man an diesen Darmkrebsvorstufen und am Dickdarmkrebs erkrankt, ebenso der Alkohol und Übergewicht. Umgekehrt ist es so, dass bereits eine moderate körperliche Aktivität pro Tag ausreicht, damit dieses Risiko sinkt. Und Sie sollten natürlich reichlich Ballaststoffe zu sich nehmen und möglichst übermäßigen Fleischkonsum und insbesondere verarbeitetes Fleisch deutlich reduzieren oder ganz vermeiden. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt diese Barrieren, die sich der Vorsorge Darmspiegelung in den Weg stellen, etwas beseitigen konnte. Ich halte die Darmkrebsvorsorge für eine ganz wichtige Untersuchung und würde mir wünschen, dass die noch breiter in der Bevölkerung auch akzeptiert wird. Sie beginnt sicherlich beim Lifestyle, das haben wir gesehen. Sie zeigt ein logisches Konzept und gute Erfolge. Sie hat einen guten Patientenkomfort. Sie ist sicher. Und wie gesagt, wir haben Daten, die auf eine deutliche Reduktion der Erkrankungshäufigkeit durch Dickdarmkrebs durch die Darmspiegelung hinweist. Und dies ist umso
mehr von Bedeutung, weil der Dickdarmkrebs heutzutage in Zentren, insbesondere in frühen Stadien, ein gut behandelbarer Tumor ist. Wie gesagt, die Teilnehmerquote sollte unbedingt verbessert werden, aber wie gesagt, ich glaube, man braucht heutzutage vor dieser Untersuchung keine Angst mehr zu haben. Also keine Angst vor der Darmspiegelung. Nutzen Sie diese Vorsorge. Es ist eine wirklich segensreiche und hilfreiche Untersuchung. Ja, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Hallo? So, lieber Herr Schweiger, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Ja, ne? Ich hatte die ganze Ja, Zeit die wunderbar. Horrorvorstellung, dass Sie die Präsi Ja. nicht gesehen haben. Das war aber okay. Doch, 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 doch. Wir haben alles gesehen und super gehört. Und jetzt gibt es hier auch schon eine Frage. Und zwar fragt ein Teilnehmer, ob bei Patienten, die aus familiären Gründen schon vor dem 50. Lebensjahr zur Vorsorge gehen sollen und das auch machen, ob es da die Möglichkeit gibt, über einen Antrag oder so die Untersuchung kostenfrei zu erhalten. Also meiner Kenntnis nach muss man da gar keinen Antrag stellen. Es ist ja so, dass es Menschen gibt, die mit der Vorsorge früher anfangen sollen. Das sind insbesondere halt diese familiären Dickdarmkrebserkrankungen. Und soweit ich weiß, gibt es da keine Probleme, dass die Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Ja. Weitere Fragen haben wir gerade nicht im Chat, können aber auch noch später gestellt werden, also während des zweiten Vortrags. Dann übergebe ich jetzt an den Herrn Professor Beuthner aus der HNO-Klinik und bedanke mich bei Herrn Schweiger. Vielen Dank. Sehr gerne. Schweiger, Bitte die einmal bitte. Beigabe beenden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, ich freue mich sehr über das Thema Kopf-Hals-Tumore frühzeitig erkennen, was kann ich selber tun, sprechen zu dürfen. In den nächsten Minuten möchte ich Sie gern mitnehmen und zunächst einmal einführen in die Thematik Kopf-Hals-Tumore. Das ist eine Erkrankung, die im Vergleich zu den gerade eben gehörten Darmtumoren weitaus weniger Aufmerksamkeit besitzt. Dann werden wir sprechen über das Thema, was kann man selber tun, wann sollte man zum Arzt gehen und abschließend gibt es dann auch die Möglichkeit, mit mir Fragen auszutauschen. Was sind überhaupt bösartige Kopf-Hals-Tumore? Wir bezeichnen damit verschiedene Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Ausgenommen sind Hirn- und Augentumoren und 95% dieser Kopf-Hals-Tumore betreffen die Schleimhäute im oberen Luft- und Speiseweg. Was gehört also dazu? Die Nase, der Nasenrachen, der Mundrachen, der Kehlkopfrachen und der Kehlkopf an sich und natürlich die Mundhöhle. Also die oberen Luft- und Speisewege beherbergen die Kopf-Hals-Tumore. Was will ich Ihnen mit diesen drei Herrschaften sagen? Sie wissen es vielleicht, jede dieser drei Herrschaften litt an einem Kopf-Hals-Tumor und das heißt, dass sie zwar nicht so häufig sind wie Darmtumore, aber sie sind auch nicht selten. Es sind ungefähr 5% aller Krebserkrankungen, wobei weltweit jährlich 600.000 Neuerkrankungen auftreten und für Deutschland heißt das 16.000 Neuerkrankungen. Wir im Kopf-Hals-Tumor-Zentrum in Göttingen diagnostizieren ungefähr 200 Erkrankungen neu pro Jahr. Wie kriegt man denn sowas? Was sind Risikofaktoren für diese Krebsart? Und hier spielen auch Genussgifte,
ähnlich wie bei vielen anderen Krebsarten, auch wie beim Darmkrebs, spielen eine große Rolle. Also Alkohol, hochprozentiger Alkohol, Nikotin sind in unseren Breitengraden sehr verbreitet. Und die Kombination dieser zwei Noxen führt zu einer Risikosteigerung um das 25-fache. Das heißt, diese Genussgifte addieren sich nicht nur in ihrer Risikosteigerung, sondern sie potenzieren sich aus. In anderen Breitengraden sind Betelnüsse oder Mate-Tee oder ähnliche Dinge weit verbreitet. In Deutschland ist Alkohol und Nikotin Hauptursache. Jedoch gibt es auch Patienten, die an Kopf-Hals-Tumoren leiden, gerade im Bereich der Mandel und des lymphatischen Abwehrsystems. Und diese Tumoren sind durch humane Papillomaviren verursacht. Dieses Virus ist Ihnen vielleicht bekannt aus dem Bereich des Gebärmutterhalskrebses und im Kopf-Hals-Bereich kommt es auch zur Krebsentstehung bei Persistenz, bei Infektionen mit diesem Virus, wenn das Virus nicht eliminiert wird. Wie kommt es jetzt dazu? Wir gehen davon aus, dass eine erhöhte Anzahl von Sexualpartnern und Oralsex mit mehreren Partnern dazu rauchen, zu Kopf-Hals-Tumoren durch Virus getrieben befeuert wird. Wie behandeln wir diese Tumorart? Sie sehen hier, es gibt Säulen der Therapie, wobei die Säulen wie bei verschiedenen anderen Therapien aus der Chirurgie bestehen, aus der Strahlentherapie und aus Medikamenten. Und in großen Zentren, wie das Göttinger Zentrum eines ist, erfolgt die Empfehlung verschiedener Spezialisten in so einem sogenannten Tumorboard, wo alle Fachdisziplinen versammelt sind und die beste Lösung für den jeweiligen Patienten heraussuchen nach neuesten Erkenntnissen. Sie sehen dabei hier, was will ich Ihnen damit sagen, dass nicht jeder Patient, der an einem Kopf-Hals-Tumor leidet, für jede Therapie geeignet ist, sondern wir versuchen natürlich schon auf die individuelle Situation und das Patientenwohl einzugehen. So sieht das in Göttingen einmal aus. Sie sehen hier, dass verschiedene Disziplinen sich mit den Patientendaten und den Studiendaten beschäftigen und hier die bestmögliche Therapie heraussuchen. Der Patient und die Angehörigen entscheiden natürlich, ob sie dieser Therapie zustimmen. Ganz kurz, was macht eine Bestrahlung? Eine Bestrahlung erfolgt selektiv in dem Bereich, der tumorbefallen ist und nicht befallenes Gewebe wird geschont mit modernen Techniken. Es führt dazu, dass die DNA, also die Erbanlagen, geschädigt werden und da sich Tumor schnell teilt, wirkt es besonders auf die Tumorzellen. Es gibt verschiedene Medikamente. Hier sprechen wir von klassischen Chemotherapeutika, die zu einer DNA-Schädigung auch führen, aber es gibt auch zielgerichtete Medikamente und es gibt auch in den letzten Jahren hielten auch Immuntherapien, das heißt Medikamente, die die körpereigene Abwehr gegen den Krebs stärken, haben auch Einzug in die Therapie gehalten. Was man sagen muss, ist, dass das leuchtet jedem ein, dass Tumore, ähnlich wie beim Darmkrebs oder Vorstufen, wenn die weggeschnitten werden können, dann ist es eine sehr gute Therapie und wenn immer möglich, sollte das auch durchgeführt werden. Wir sehen hier einmal den Standard unserer Operation im Schaubild. Das heißt, wir operieren durch die natürlichen Körperöffnungen. Sie sehen hier den Operateur vor einem Mikroskop und mit Lasertechnik werden diese befallenen Schleimhautbezirke umschnitten. Wie sieht es aus mit innovativen Therapien? Auch im Kopf-Hals-Bereich werden Operationsroboter benutzt. Das hat für den Patienten sehr, sehr viele Vorteile. Sie sehen einmal hier schematisch, dass der Roboterarm viel mehr Freiheiten besitzt als das Handgelenk des Operateurs und damit sicherer und schonender den Tumor entfernen kann. Sie können sich das einmal hier vorstellen. Das ist jetzt einmal die Situation mit einer Kamera und verschiedenen Armen und die können über den Mund eingeführt werden. Und es wird jedem klar, dass das eine sehr elegante Methode ist und vor Ort zur Tumorentfernung
Behandlung und zur Tumorresektion beiträgt. Das ist ein sehr modernes Verfahren. Wir sind hier in Göttingen eine der Zentren in Deutschland, die das maßgeblich mitbegleiten und haben in den letzten Jahren sehr große Erfahrung mit dieser Technik gesammelt. Es gibt teilweise auch Fälle, wo das nicht einfach so zu entfernen ist, ohne einen Schaden zu hinterlassen und die Funktion, zum Beispiel im Bereich der Zunge oder des Unterkiefers, die muss dann mit einer Gewebetransplantation aus dem eigenen Körper wiederhergestellt werden. Das sind auch Standardtechniken, die hier im Zentrum angewendet werden. Die Operation ist natürlich nicht alles rund um das Thema Krebs, was ja nicht nur die betroffenen Patienten in eine neue Lebenssituation führt, sondern auch die Familien und Angehörigen. Rund um das Thema Krebs sind verschiedene Disziplinen und unterstützende Angebote angesiedelt. Sie sehen das einmal hier und diese Angebote sollten bestenfalls von den Patienten natürlich genutzt werden. Es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen und Patientenvertreter. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, denn viele Patienten, die sich noch nicht mit Kopf-Hals-Krebs beschäftigt haben, die beschäftigen sich natürlich erst dann damit, wenn es soweit ist. Und hier ist es schon sehr hilfreich, auch für die Betroffenen, nicht nur mit den Experten zu sprechen, sondern auch mit ebenfalls Betroffenen, die die Krankheit schon durchlebt haben oder noch mit ihr leben. Das sind auch Partner für uns als Zentrum, wo wir Hand in Hand mit den Patienten hier ein Bündnis eingehen. Jetzt aber die Frage Kopf-Hals-Krebs, was kann ich selber tun? Und wenn Sie mir zugehört haben, dann wissen Sie, dass die Risikofaktoren ganz klar zu benennen sind. Und hier steht natürlich die Prävention an erster Stelle. Und das heißt, Alkohol und hochprozentiger Alkohol und Nikotin weitestgehend meiden. Das ist sonnenklar. Aber natürlich spielt auch die Mundhygiene eine gewisse Rolle. Sie können sich vorstellen, dass schlechte Mundhygiene zu Entzündungen wie Parodontose führt. Hier kann es auch dazu führen, dass sich Entzündungen als Eintrittspforten für diese Gifte Vorschub leisten und somit die Krebsentstehung begünstigen. Also die Prävention ist bei Kopf-Hals-Krebs sehr, sehr wichtig und liegt in der Hand jedes Einzelnen. Zudem habe ich über die Viren gesprochen und in Deutschland ist seit 2007 für Mädchen und auch seit 2018 für Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren die Impfung gegen humane Papillomaviren empfohlen. Diejenigen von Ihnen, die sich damit beschäftigt haben, wissen, dass der Impfstoff Gardasil 9 neun Typen humane Papillomaviren umfasst. Das sind also die Hochrisikoviren und damit werden großflächig die Krebsentstehung mit diesen Viren verhindert. Und der Impfschutz erfolgt mit zwei Impfungen. Wir gehen davon aus, dass die Impfung beider Geschlechter sehr, sehr sinnvoll ist und dass es in der Zukunft zu weniger virusgetriebenen Kopf-Hals-Tumoren kommen wird. Warum die Impfung und die Impfbereitschaft der Bevölkerung sehr gering ist, sie liegt bei unter 50%, dafür gibt es viele Gründe. Jedoch gehe ich davon aus, dass es auch steigen wird und ich kann nur jedem Einzelnen dazu raten, das für seine Kinder zu empfehlen. Jetzt die Frage, was kann ich denn selber tun? Wann muss ich denn zum Arzt? Wann habe ich denn jetzt ein Problem? Weil es natürlich kennt jeder bei Erkältungssymptomen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit, unklaren Schwellungen, Wucherungen, kleine raue Stellen im Mund, nicht abwischbare Belege oder eine einseitig verstopfte Nase oder blutige Absonderungen. Das sind alles Themen, die Frühsymptome von Kopf-Hals-Krebs sein können. Und
Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie bei 1 für 3, wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, länger als 3 Wochen, dann sollte ein Facharzt konsultiert werden. Das kann ein HNO-Arzt sein, das kann ein Zahnarzt sein, das kann ein Mundkiefer-Gesichtschirurg sein, je nachdem, in welchem Rahmen sich die Beschwerden befinden. Und das ist eine Regel, die bei den meisten im Gedächtnis bleibt. Also jede länger bestehende Heiserkeit oder Schluckbeschwerden oder Schwellung am Hals sind dringend abklärungsbedürftig. Wie kann sowas aussehen? Das ist hier schon ein enormer Befund. Wenn Sie dieses im Bereich der Zunge sehen, das ist schon eher was Fortgeschrittenes. Aber um ihn einfach in die Thematik mal einzuführen, diese weißlichen erhabenen Veränderungen, das ist nichts Normales, muss abgeklärt werden. Ebenso eine Schwellung am Hals, die seit Wochen besteht, muss abgeklärt werden. Warum ist das so wichtig, dass man das frühzeitig abklärt? Wir wissen, dass im Frühstadium, wenn die Tumore im Frühstadium erkannt werden, sind 80 bis 90% der Patienten heilbar. Das heißt, die frühe Diagnose führt auch zu einer früheren Behandlung und einer nicht so großen Ausdehnung der Erkrankung und das rettet Leben. Das heißt, im Rahmen der Mundhygiene ist eine regelmäßige zahnärztliche Konsultation zu empfehlen, zweimal jährlich. Und hier wird nicht nur der Zahnstatus bewertet, sondern natürlich auch die Schleimhäute und das Zahnfleisch. Ähnliches gilt für den Bereich der tieferen Rachenabschnitte. Hier sehen Sie einmal eine Untersuchung eines HNO-Arztes, der mit einem gewinkelten Endoskop hier um die Ecke schaut und sich die tieferen Rachenabschnitte anschaut, inspiziert. Und hier gilt auch, im Frühstadium würden 80 bis 90% der Betroffenen überleben. Das heißt, die Heilungschancen sind im Frühstadium sehr gut. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Thematik Kopf-Hals-Tumore gewährleisten und freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Bin offen für Fragen. Vielen Dank. Zwei Fragen vielleicht. Einmal. Sie selber Ja, beantworten? Moment. Also. Ja, vielen Dank für das rege Interesse. Ich möchte zunächst eine Frage beantworten. Ich werde sie kurz darstellen. Welches Gewebe eignet sich für ein Transplantat? Hier kommt es darauf an, was man wiederherstellen möchte. Wenn wir knöcherne Strukturen wiederherstellen, zum Beispiel wie das im Bereich der Mundkiefer-Gesichtschirurgie ist, dann verwenden wir zum Beispiel die knöchernen Strukturen vom Wadenbein, welches mit Gefäßanschluss dann in die Region transplantiert wird. Aber es gibt zum Beispiel auch am Schulterblatt eine Region, die einen sehr guten Gefäßanschluss hat. Wenn wir dünnere, weichgewebige Rekonstruktionen machen, dann verwenden wir zum Beispiel Gewebe vom Unterarm, was an den Unterarmarterien und Venen angeschlossen ist. Und das kann man verwenden. Wenn wir dickes, muskuläres Gewebe rekonstruieren wollen, dann eignet sich Gewebe vom Brustmuskel oder vom großen Rückenmuskel. Also man würde unterscheiden zwischen Haut, Muskelgewebe und knöcherne Hartsubstanz. Aber diese Gewebe kann man alle mit Gefäßanschluss dann an die Halsgefäße anschließen und so zu einer Rekonstruktion kommen. Ich sehe dann noch eine weitere Frage. Ich lese dir einmal vor. Können solche Schwellungen am Hals, wie auf der Folie abgebildet, auch andere Ursachen haben? Natürlich können sie auch ganz, ganz andere Ursachen haben und im häufigsten Fall sind Schwellungen am Hals ganz normale Lymphknoten, wie sie jeder von uns besitzt. Bei jeder Erkältung interagiert das Immunsystem mit der Infektion und Lymphknoten schwellen an. Besonders sieht man das bei schlanken Patienten. Aber länger bestehende Schwellungen, die nicht erklärbar sind durch Erkältungen oder Halsschmerzen,
bedürfen dringend einer Abklärung. Und dass die Ursachen können von Infektionen bis hin zu gutartigen Veränderungen, es gibt auch gutartige Zysten am Hals oder andere Dinge wie Blut, ein Blutschwamm oder Hämangiome, aber auch ganz normale Lymphknoten infektiöser Ursache können auch vorkommen. Und natürlich gibt es auch Lymphknoten, die aufgrund anderer Erkrankungen, nicht aufgrund der Erkrankung von Kopfhalskarzinom entstehen, vorhanden sind, wie zum Beispiel bei Lymphomen oder Erkrankungen aus dem Formkreis der Lymph- und Blutsysteme. So, jetzt schaue ich nochmal. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und übergebe an die Frau Privatdozentin Braulke für die abschließenden Worte. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch bei allen Rednern für die schönen Vorträge und bei Ihnen für die angeregte Diskussion, die wir jetzt zum ersten Mal so in dieser Form hatten bei der Veranstaltung. Und möchte darauf hinweisen schon mal und Sie einladen zu unserem Patiententag vom Krebszentrum dieses Jahr. Das wird am 17. Oktober stattfinden. Von 15 bis 18 Uhr, auch wieder als Online-Veranstaltung. Und da wird es auch um die Krebsvorsorge gehen. Und auch da werden wir nochmal was über diese HPV-Impfung hören, was Professor Beutner gerade schon berichtet hat. Es geht um personalisierte Medizin, um Neues in der Strahlentherapie, Nebenwirkungen in der Krebstherapie. Und Herr Professor Kramm aus der Kinderonkologie stellt das Projekt Luftsprung vor. Und wir hören auch noch was zur Selbsthilfe bei Krebserkrankungen. Da sind Sie herzlich zu eingeladen am Samstag, den 17. Oktober von 15 bis 18 Uhr. Alle Hinweise dazu finden Sie auf unserer Homepage. Für Rückfragen stehen wir auch gerne zur Verfügung und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.